Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Ich bin hier gerade oben bei uns im Schmiederaum sozusagen und habe das Aluminium ein bisschen durchgebrannt für unser Bauwerk. Wir müssen ja jetzt irgendwie das hinkriegen und ich habe irgendwie vergessen, wie das ging. In der letzten Folge habe ich mich ja sehr rumgeärgert, dass ich keinen Plan mehr hatte, wie das funktioniert hat. Schauen wir mal, wie das genau hier lief. So. Zwei Aluminium geschmolzen oder drei Aluminium geschmolzen und ein Kupfer. Dann machen wir gleich Kupfer. Wenn es Hirn, lass Hirn regnen, bitte für mich. Drei, vier insgesamt. Bedeutet, wo ist das Kupfer? Wenn du sagst, ich hätte kein Kupfer geschmolzen, ja, würde schon sagen, dann bringe ich dich aber echt gleich um die Ecke hier. Schau mal, wie viel haben wir denn hier? Zack, ein Dreierhaufen, noch ein Dreierhaufen. Also können wir vier machen. Dann brauchen wir vier Kupfer. So. So, und dann brennen wir das. Wow, das Aluminium geht schnell. Geschmolzenes Aluminium. In der Zukunft würde ich gerne alles da durchmachen, weil wir dann ein vereinheitlichtes System haben an. Das war jetzt nicht gut. Ich hätte die Tür zu machen. Ja, okay, es geht aber auch, wenn man die Tür offen hat. Die Tiere sind da sehr, sehr offen. Was geht da ab? Tut es sich gerade verbinden? Warte mal, wir haben hier irgendwo seitlich ein schönes Sichtfenster gehabt. Seht ihr was? Also ich sehe nichts, ihr? Das ist ein Block hätten wir schon mal. Oder muss das Zeug unten sein? Das Turini muss da unten sein, oder? Genau. Ah, schau an, wie schön. Nein, jetzt hat er meinen. So ein Arschloch. Oh, wir können das Durinium mal hier rauspumpen. Wie sind da noch? So, dann haben wir nicht nur einen Block davon. Jetzt muss ich doch schon rausgehen, Dankeschön. Tun jetzt mal die ganzen Blöcke hier zusammen. Bin mir sicher, ich hatte hier irgendwo seitlich eine Werkbank hin. Jetzt habe ich nicht mehr genug Eisenbahn, weil das. Mann! Ey, das geht mir ganz schön auf den Senkel. Ich wollte doch eigentlich nur was probieren und dafür brauche ich eigentlich noch eine Truhe. Ich sollte echt teilweise mitdenken hier. Wird auch nicht der Plan, den ich eigentlich hatte. So, und echt schon, ob ich das ein bisschen automatisieren kann. Weil wir sind eigentlich an dem Zeitpunkt, wo man automatisieren sollte. Lass mich raten, ein Trichter braucht eins mehr. Hab verstanden, ich bin dumm. Ja, ist ja. Boah. Nee, dahinter. Trichter ist Trichter. Ein Trichter ist für mich ein Trichter. Jetzt schauen wir mal, Kiste. Ein schönes Kistchen. Wo ist die Kiste? Ey, heute ist echt nicht mein Tag, oder? Heute kann nicht mein Tag sein, ansonsten ist irgendwas in der Welt schief. So. Hier und hier. Genau, bedeutet, ich muss jetzt eigentlich noch irgendwie schauen, dass da oben die ganze Zeit ein Klick passiert. Und dann werden die Blocks gebrannt. Geht das mit dem Schalter zum Beispiel daneben?
würde mich interessieren. Kann ich das mit einer ganz simplen Redstone-Clock machen? Mit so einer easy-pimplischen aus der Alpha-Version? Perfekt, geht. Ich muss nur auf der Höhe hier das Endsignal wahrscheinlich schicken. Holen wir so ein bisschen Redstone und checken es mal ab. Redstone ein Stack mal mitnehmen. Einfach mal probieren. Probieren geht ja über Studieren. Jo. Oder brennt der automatisch weiter? Jo, das geht auch so. Nice. Das brauche ich gar nicht alles. Ich brauche einfach nur dauerhaftes Redstone mal auf der Tür. Viel einfacher als erwartet. So easy geht das. Klick. Das ist jetzt natürlich sehr einfach. Und wir kriegen unsere Blöckchen raus. Oh, wie schön. Matschziegel. Und aus Matschziegel kann ich dann meine Matschblöcke machen. Nice. Wie schauen denn die Matschziegel aus? Also, man muss lassen, die schauen nicht schlecht aus. Dafür, dass es Matschziegel sind. Erstaunlich gut, die Qualität. Erstaunlich gut. Damit können wir dann in der Zukunft vielleicht mehr Sachen machen. Je nachdem, was wir brauchen. Wir können das Kupfer wieder zurückgeben. Das Kupfer hier kann zurück und das Aluminium kann auch zurück. Ich habe noch versenkte Ziegel. Uff. Ich habe ja noch versenkte Ziegel. Wo ist denn eigentlich diesen, wo ist es denn, dieser Schaber, dieses, da war er. Der Chisel. Ich wollte gucken, was der Chisel aus Matschziegeln zaubern kann. Gar nichts? Nichts? Kann man die brennen? Zu festen Ziegeln? Weil man funktioniert sehr Matsch. Wenn ich aus Matsch was mehr machen will, dann tue ich sie doch normalerweise in den Ofen. Geht auch nicht. Kann ich Matschziegel in den Ofen tun? Komisches Zeug. Also, ich finde es cool, weil Matschziegel sind halt geil. Aber ganz kapieren tue ich es noch nicht. So. Und die Automatisierung läuft gut. Ach, schön. Da schon wieder 30 drin. Und der wird langsam leer. Nice. Das macht ja auch schon was hier. Wenn wir das dann hier hinten wieder automatisieren können. Ich frage mich, ob man dann nicht hier vielleicht direkt ein Kabel herziehen sollte, unterirdisch. Anstatt sozusagen wieder das mit dem Generator zu machen, ne? Aber ja. Wie gesagt, ich will eh immer noch schauen, dass wir hier eine schöne Bauanimation oder Bauvideo machen können. Dass wir eine spannendere Folge machen. Deswegen tue ich jetzt ein bisschen auch immer voraufnehmen. Oder diesmal wieder mehr, viel mehr voraufnehmen. Damit wir halt genug Auflage haben. Dass wenn es wirklich so weit kommt, dass ich es machen kann, ich genug Zeit habe, um überhaupt zu bauen. Weil das wird ja dann halt ein bisschen größeres Projekt wahrscheinlich auch sein. Und dann wahrscheinlich das Video dementsprechend schneiden, nachsynchronisieren, Musik drunter legen, noch mehrere und verschiedene wahrscheinlich. Das kostet ja alles seine Zeit. Und deswegen muss ich halt schauen, dass ich ein bisschen Puffer habe. Vor allem jetzt mit der letzten Folge Plan 2 ist es natürlich dementsprechend auch gewesen, ne? Ein bisschen voraufnehmen, ein bisschen Platz machen. Und ich habe immer noch keinen Plan, was ich für nächste, also für die Woche, wo wir jetzt da sind. Ne, die vorige Woche sogar. Produziere wieder weiter vor. Wie wir das machen mit den Folgen dort. Da bin ich auch noch komplett. Stopp! Wo zum Fick? Was soll das denn? Hä? Was passiert? Ist sie kaputt? Oh mein Gott, diese Assi-Blut. Das warst du die ganze Zeit. Ob die wohl so magisch gut ist, dass man damit was machen kann? Sie sind auf jeden Fall verdammt gefährlich.
Verdammt gefährliche Blume hier. Aber jetzt ist sie unschädlich hier, ne? Jetzt kann sie keinem mehr was. Was ist eigentlich? 1950, hupsala. Die Zeit verrinnt wieder. Zoom ein bisschen hier noch sammeln. Bisschen Platz am Ufer machen. Denn wenn ich weiß, wie ich bauen will, dann wird das natürlich auch wieder dementsprechend das Großprojekt auf einmal. Und dann habe ich schon mal ein bisschen was vorgeleistet. Man heißt dann auch wieder wahrscheinlich zwischendurch Rohstoffe sammeln und so Zeugs. Das ist natürlich dann auch wieder dementsprechend langwierig, obwohl wir haben eigentlich relativ viel Rohstoffe. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt was sammeln müssen. Ich denke auch, dass wir mit... Ob wir mit dem Matschziegel das machen, da bin ich eher drauf gespannt. Also ob mir was einfällt, was ich mit dem Matschziegel Gutes machen kann. Weil das wird ja eher die Frage, ob mir da was einfällt. Ich bin ja eher so der Unkreative eigentlich. In Sachen vom Bauen her, da bin ich nicht unbedingt immer oben dabei. Das hat ordentlich an Vorrat gegeben für die nächste Zeit. Da können wir auch noch mal ein paar Bäume dann pflanzen. Aber ich würde ja sagen, irgendwie, dass wir vielleicht den Ofen waschen, so als Außenteil bauen. Das ist also von innen nach außen verbindet. Dass du reinschauen kannst dadurch, aber auch wieder rausschauen. Wäre wahrscheinlich eine ganz coole Sache. Aber das müsste man dann halt mal entscheiden irgendwann. Bei Zeiten. Und dann weiß man das auch wieder. Jetzt weiß ich schon wieder, Alter. Wie schnell geht die Nacht hier durch? So. Muss immer wieder was essen. Geronimo! Boah, das ging sich aus. Wie geil war das denn? Hier läuft es brav weiter. In Massen. Das ist perfekt. So, und jetzt haben wir hier tonnenweise Holz. Und ein Teeblatt. Radieschen habe ich auch. Aber nichts passt mehr in unsere Kiste rein. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Dann legen wir uns einmal schnell schlafen. Und schauen uns den nächsten Tag an. Wir brauchen wohl wahrscheinlich jetzt eher mal wieder Applied Energistics Sachen. Das wird wohl wahrscheinlich eher sein. Die beiden sind hier fast voll und da neue zu machen wäre wahrscheinlich gar nicht doof. Alter, so viel auf Vorrat. Wir haben noch Erdbeereis. Lecker, Schmackofatz. Aber das ist natürlich, wir haben jetzt unendlich Energie, bedeutet wir haben aktuell keine Energiesorgen mehr. Der ist dauerhaft voll, der ist voll. Und wenn wirklich mal was passiert, haben wir immer noch ein Backlog von dem vollen Kasten hier, dem hier und dem hier. Da kann uns eigentlich nicht so schnell was passieren. Aber wie schaut es mit der Bienenkönigin aus? Sie hat eine neue produziert, das ist doch schon mal vorteilhaft. Tun wir die leeren Bienen haben weg. Irgendwie müssen wir was mit den Sachen machen können hier. Also irgendwie muss ich das Telefon vor. Ja, ich kann das Sachen vor. Hätte mich schon gewundert, wenn ich das irgendwie alles noch nicht gehabt hätte in meinem Leben. So. Bisschen Inventar umräumen. Bei den Massen, die jetzt da aktuell wieder drin lesen, ist das echt kein Wunder. Aber ich habe da noch einen Lava-Eimer. Den tun wir mal ganz schnell wieder in die Level hier. Ach schön. Ein paar Matschziegel. Damit kann man bestimmt schon mal ein richtig geiles Fundament bauen. Das könnte zum Beispiel... Ich weiß noch nicht, wie wir bauen sollten. Ich würde gerne den Turm da drüben einbinden, dann wird es auch wieder riesig irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann werden wir alle mal dran sein. Aber ich würde sagen, Leute, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Drückt mir die Daumen, dass ich bis zur nächsten Folge das mit dem Video schneiden hinkriege, also mit diesem Mod. Weil dann können wir das endlich in diesem schönen Videos-Animationen machen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.